Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Landleben TV. Ich bin der Peter. Man nennt mich auch der Börner. Ich bin euer Grillmeister. Wir sind heute am 20. Februar 2020 in der Kälterei Rastetter in Bietigheim. Und heute ist eben der 20. Februar und es ist der Start der närrischen Saison. Heute machen wir auch im Prinzip was Fasnachtliches vom Grill. Wir machen heute badische Scherbe. Meine Oma, die war im Prinzip früher Meisterin davon, die hat es immer grandios gemacht und ich hoffe, das wird heute genauso gut. Als erstes fangen wir mal an. Wir haben hier zwei Eier. Die kommen in unsere Schüssel rein. Dazu kommt ein ganzes Päckle Vanillezucker. Schmeißen wir jetzt mal hier damit dazu. Dann brauchen wir noch 100 Gramm Butter. Die müssen wir jetzt irgendwie schmelzen, also wir brauchen 100 Gramm flüssige Butter. Die stellen wir jetzt einfach mal in den Grill rein. So, dazu kommt jetzt noch eine Prise Salz. Und dann müssen wir das Ganze schön miteinander schaumig schlagen. Also, unsere Eier haben wir jetzt eigentlich schaumig geschlagen. Jetzt kommt im Prinzip 100 Gramm zerlassene Butter dazu. Und im traditionellen badischen Rezept gibt es zwei Möglichkeiten, wie du deine Scherbe machen kannst. Du kannst entweder Weißwein dazu nehmen, liegt ja auch nahe im Badener Land. Oder wir machen das jetzt, wie meine Oma das früher gemacht hat. Jetzt kommen hier 125 Milliliter Kirschwasser dazu. Tun das Ganze noch ein bisschen schaumig schlagen. Und jetzt kommen dazu 400 Gramm Mehl, damit es eine schöne kompakte Masse gibt. Und zum Schluss müssen wir natürlich mit der Hand rein oder mit dem Rührgerät tun den jetzt richtig schön verkneten, bis wir keine Klümpel mehr drin haben. So sollte unser Teig dann aussehen, wenn der fertig ist. Den verpacken wir jetzt einfach in eine Glassichtfolie, lasse den eine Stunde Ruhe und dann sehen wir uns eine Stunde wieder und dann machen wir im Prinzip unsere Scherbe. Originalbadisches Rezept nach meiner Oma. Also unsere Scherbe, der Teig für unsere Scherbe, der hat jetzt mal eine Stunde geruht. Wir haben den einfach in Glassichtfolie einpackt und jetzt kommt im Prinzip der Teil, was meine Oma immer am meisten Spaß gemacht hat. Ich finde es auch ganz schön. Wir schneiden jetzt einfach mal so schöne Stücke runter. Formen uns einfach mal, ich sag, kleine Kugeln draus. Das heißt, es kommt ein bisschen Mehl auf unser Brett drauf. Den Teig tun wir auch einmelieren. Dann schnappen wir uns unser Nudelholz. Die zwei legen wir mal auf die Seite. Und jetzt fangen wir an, unseren Teig so dünn wie möglich auszurollen. So, und jetzt haben wir schöne, richtig ordentliche dünne Teig. Den können wir uns jetzt gerade mal so, ich würde sagen, jetzt machen wir einfach so eine Scherbenform. Tun wir den einfach mal so ein bisschen klein schneiden. Einfach schön ausgrillen. Ihr seht, der Rand wälzt sich jetzt richtig schön nach oben. Das heißt, wir sind dünn. Der ist lang genug ausgestochen. Unsere Feuerplatte, die braucht jetzt schon ein bisschen ordentlich Öl. Das heißt, wir gießen jetzt da wahrscheinlich schon annähernd mal ein Liter Öl hier drauf, damit wir im Prinzip unsere Scherbe da richtig drin ausbacken können. Jetzt legen wir im Prinzip unsere Scherbe hier in das heiße Fett rein. Und jetzt seht ihr schon, wie das im Prinzip gleich aufgeht. Wie es gleich Blase wirft. Die sollten auch nicht zu schwarz werden, also das heißt, ihr müsst euch ein bisschen beeilen. Ihr müsst sie gleich umdrehen. Und es sieht im Prinzip aus, wie es die Oma früher gemacht hat für mich immer. Ihr seht, die sind richtig schön aufgegangen, so sollte die im Prinzip sein. Sie sollten auch nicht dunkler wie so werden, also richtig schön goldbraun. Dann hier schön auf unser Zewa drauf, damit das ganze Fett wieder ein bisschen abtropfen kann. Und das ist natürlich ein typisches badisches, traditionelles Rezept, was es eigentlich nur in der Fasnachtszeit gibt. Und da sind wir heute natürlich auch wunderbar dabei, weil wir haben ja heute schmutzige Dunstig. Unsere Scherbe haben im Prinzip jetzt abgekühlt ein bisschen und das ganze Fett hat abgetropft und jetzt kommen die reichlich, werde die jetzt mit Puderzucker bestäubt. Ich habe uns jetzt einfach mal als Beilage dazu ein wenig rote Grütze mitgebracht. Ihr könnt natürlich auch frische Früchte nehmen dazu oder sonst irgendwas, aber das ist eigentlich eher so ein Fastnacht-Snack. Da braucht man eigentlich gar keine Beilage dazu.
Und jetzt muss ich gleich mal probieren, ob die wirklich so gut sind wie die von meiner Oma. Und ich muss auch sagen, die sind echt lecker geworden. Ich wünsche euch noch Rinaro und viel Spaß beim Nachkehren. Ländleben TV. Leben mit Genuss.